Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Victoria 3 mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Geschichte der Vereinigten Staaten wird die ersten Jahre geprägt sein von Kolonialisierung in den ersten Jahren tatsächlich, nämlich die Indianergebiete. Dann die Frage, was machen wir mit den Indianern? Dürfen die da bleiben? Müssen die umziehen? Dann die Frage, die damit einhergeht, was machen wir mit dem Sklaven? Machen wir eine positive Sklavenpolitik oder eine negative Sklavenpolitik? Und dann, was passiert mit Texas und mit Mexiko? Wie kriegen wir die Gebiete von Russland rund um Alaska? Und wie werden wir den Kanadiern bzw. der Hudson Bay Company die Gebiete, die aktuell amerikanische Staatsgebiet sind, abjagen? Und wenn wir diese ganzen Sachen vielleicht kriegerisch geklärt haben, dann bleibt die große Frage, wie industrialisieren und urbanisieren wir den Westen? Wir müssen Eisenbahnen bauen, wir müssen Fabriken bauen, wir müssen unsere gesamte Wirtschaftspolitik anpassen, damit das Land groß wird. Wir müssen die Außenpolitik entsprechend machen und all das, was Victoria 3 uns bietet, müssen wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika machen. Angefangen mit einem, ich vermute, sehr kriegerischen Anfang in dem Let's Play, wo wir uns erstmal auf dem amerikanischen Kontinent behaupten müssen. Und wir starten rein und nehmen ein neues Spiel. Wenn ihr ein neues Spiel startet, könnt ihr grundsätzlich drei Richtungen auswählen. Alle Macht dem Volk, alle Macht dem Kaiser, im Prinzip alles erobern, und die Wirtschaft, alle Macht der Wirtschaft. Es gibt ein paar Länder, die euch in diesen Gebieten jeweils vorgeschlagen werden. Wir nehmen wirtschaftliche Vorherrschaft und die Vereinigten Staaten. Ihr könnt aber über beliebiges Land auswählen, in diesen Gebieten jedes Land spielen. Und was das bedeutet, das gucken wir uns gleich an im Game und dann gibt es auch ein kleines Tutorial. Bis gleich. Die wirtschaftliche Vorherrschaft. Es wird im Verlauf dieses Let's Plays einige Ziele geben im Journal. Die müssen wir allerdings nicht machen. Wir können sie machen, müssen es aber nicht. Aber wir gucken uns mal an, was wir dort machen können. Was genau passiert, das werden wir gleich sehen, wenn wir den ersten Tag ablaufen lassen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das User Interface. Das möchte ich euch erstmal grundlegend erklären, damit ihr mir folgen könnt. Tiefergehendes Tutorial gibt es auch auf meinem Kanal, aber zumindest den Teil möchte ich euch einmal zeigen. So, das ist einmal. Hier oben gibt es, wenn ihr darauf geht, die Daten eures Landes. Da gibt es Bataillone, Flottillen, Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze Menge Informationen. Und es gibt natürlich auch Diplomatie-Modifikatoren, aber das zeige ich euch im Laufe des Spiels alles. Dann gibt es hier einmal die Bürokratie. Auch da ist, denke ich, klar, Bürokratie kennt, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Jeder Deutsche wird Bürokratie kennen und genauso ist es in dem Spiel auch. Es gibt Bürokraten, die in entsprechenden Regierungsverwaltungen arbeiten und alles, was ihr so macht, Kolonialämter, Gesetze, Bildung und so weiter, Generäle, das kostet alles Bürokratie. Dann gibt es Autorität, ja. Autorität wird bestimmt zum Beispiel durch Gesetze und durch bestimmte Dinge. Und auch hier sieht man, wenn ein Präsident nicht beliebt ist, dann verliert er an Autorität. Und das sollte nach Möglichkeit in einem positiven Bereich sein. Und ihr seht, was dann passiert. Wenn ihr sehr autoritär seid, dann klappt das mit den Gesetzen etwas schneller. Dann gibt es der Einfluss. Einfluss ist ungefähr das, was man sich darunter vorstellt, nämlich die Möglichkeit, eure Diplomatie auf der Welt zu verbreiten. Und wir haben aktuell den Status einer Großmacht, das wollen wir wahrlich auch behalten. Und es gibt einen Grundwert und ein paar andere Boni. Am Ende des Tages bedeutet Einfluss einfach nur, wir sollten nach Möglichkeit mehr Einfluss haben, als wir ausgeben. Ansonsten kriegen wir Verrufenheit und wenn wir verrufen sind in der Welt, dann ist das echt uncool. Und beim Geld ist, denke ich mal, auch klar, Geld sollten wir auch mehr haben. Auch da gibt es ein paar Spezialeinheiten-Sachen. Ihr könnt natürlich in dieser Zeit Kredite aufnehmen. Da gibt es ein paar Sachen. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht zu viele Kredite habt. Das kommt aber alles im Laufe des Let's Plays. Hier oben sehen wir einmal unsere Baureihenfolge und die Geschwindigkeit. Und das ist schon ziemlich cool, wie es alleine diese Animation zeige ich euch gleich aber noch. Hier finden wir eine Pinnwand, die könnt ihr hierüber oder über diese ganzen Sachen modifizieren. Da möchte ich euch die Sachen hier unten zeigen. Das ist einmal eine Suche. Das kennt man, glaube ich, aus den Paradox-Spielen. Und grundsätzlich, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist die Minimap hin und wo ist eventuell die Karten-Overlays, das ist genau das hier unten. Und das haben sie verbunden. Und jetzt zoome ich mal raus und zeige euch mal diese grandiose Karte. Und das haben sie verbunden mit einer wahrlich wunderschönen Karte hier. Und wenn wir weiter reinzoomen, dann sehen wir diese wunderschöne Grafik in der Karte. Und das ist schon
Ganz phänomenal toll. Also wirklich ganz großes Kino. Und das Schöne ist, diese Karte ist eine lebendige Karte. Wenn wir Städte gründen durch Urbanisierung, wenn wir Minen bauen, wenn wir Eisenbahnen bauen, wenn es Kriege gibt, dann werdet ihr sehen, das Ganze wird sich hier verändern. Und da freue ich mich schon drauf, diese ganzen Sachen mit euch gemeinsam auf dieser wunderschönen Karte anzugucken. Hier übrigens auch New York ohne Freiheitsstatue. Okay. Gut, übrigens auch hier sieht man, das ist wirklich auch Rhode Island und New York. So, was sehen wir hier unten? Grundsätzlich habt ihr ganz rechts die, ich nenne sie mal Standard-Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel einmal uns die Staaten angucken. Das ist so die Basis, auf dem das Spiel basiert. Und zum Beispiel auch die Kulturen des Gesamten. Hier seht nordstaatlich, südstaatlich und alles solche Sachen. So, dann gibt es hier einmal die Produktionslinse. Das ist nicht nur die Produktion, die ihr seht, sondern auch die Möglichkeit, schnell Auswahl zu treffen und schnell Gebäude zu bauen. Dann natürlich die Politiklinse. Auch hier die Möglichkeit, schnelle Politik zu erlassen in den jeweiligen Staaten von uns. Dann einmal die Diplomatielinse und hier sehen wir zum Beispiel auch laufende Kriege. Texas gegen Mexiko. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, wenn wir uns auf die ganzen Sachen vorbereiten. Einmal eine Farrappenrevolution hier in Brasilien. Da oben, der Bereich. Die kämpfen gerade gegeneinander. Frankreich mag uns. Das wird uns übrigens auch noch beschäftigen. Da werden wir auch heute, wenn wir zur Abteilung der Diplomatie kommen, werden wir gucken, dass wir nach Möglichkeit dort in Frankreich ein bisschen aktiver werden. Großbritannien interessanterweise mag uns auch. Das finde ich ganz gut. Wenn wir nämlich uns es mit diesen beiden Ländern nicht verscherzen, dann gibt es zwei große Mächte, die eventuell beim Krieg gegen Mexiko nicht auf deren Seite eintreten. Aber das sind alles Sachen, die müssen wir diplomatisch im Laufe dieser Zeit klären. Dann gibt es die Militärlinse, da gibt es momentan noch nichts, aber ich kann euch versprechen, in den ersten Jahrzehnten des Let's Plays wird das Militär sehr aktiv sein. Und natürlich die Handelsliste mit dem amerikanischen Markt. Dann gucken wir uns die Sachen hier links kurz an. Ich erkläre tatsächlich nicht sehr viel dazu, nur damit ihr mal grundsätzlich wisst, worum es geht. Die tieferen Erklärungen kommen dann im jeweiligen Tutorial, also dem einen Tutorial, was es gibt. Es ist einmal die Politik und in Amerika ist es übrigens tatsächlich so, dass es hier eine Wahl gibt. Und je nachdem, welche Partei an der Macht ist, habt ihr verschiedene Sachen. Ja? Also hier gibt es zum Beispiel die Südstaaten, die momentan die demokratische mit der demokratischen Partei und den Landbewohnern die Regierung stellen, was ein paar Probleme macht. Wir haben nämlich noch das Gesetz der Sklaverei. Dann gibt es einmal unser Etat, da können wir unsere Sachen machen. Hier zum Beispiel auch die Militärgehälter. Ja, kennt man, glaube ich, die Probleme, die entstehen, wenn ihr da rumfuhrwerkt. Dann der Gebäudebau ist übrigens auch das gleiche wie hier. Zumindest der reine Bau. Den könnt ihr genauso machen, auch hier. Mehr gucken wir uns aber im Laufe des Let's Plays an. Dann unser Markt, auch eine wichtige Sache. Gucken wir uns aber auch später nochmal an. Das Militär. Dann unsere Diplomatie, ja, da können wir ein paar Sachen machen, wie Interessen erklären, wenn ihr irgendwas machen wollt, Kriege erklären wollt und so weiter, dann müsst ihr erstmal ein Interesse überhaupt haben und darüber ein Spiel machen, aber das werden wir auch alles in diesem Let's Play uns angucken. Dann die Technik, da gehen wir jetzt noch nicht rein, das machen wir gleich alles, wenn das Kapitel des Tutorials durch ist. Dann unsere Kulturen. Auch das hatte ich schon mal kurz gezeigt. Ist schon sehr interessant im Prinzip, dass hier die Kultur dakotanisch ist, aber eigentlich die Sioux sind. Und da, wo die Kultur der Sioux gezeigt ist, nämlich genau drumherum, da ist es eben genau das nicht. Finde ich sehr spannend. Dann die Bevölkerung. Auch hier sehr interessant, diese Listen hier unten. Wir haben momentan einen Block mit den Bauern. Die sind der bevölkerungsreichste Block. Die haben aber hier hinten als politische Stärke nur 3%. Hier gibt es nochmal eine detaillierte Liste. Da seht ihr alle eure Pops und deren Eigenschaften. Dann das Journal. Das wird uns jetzt am meisten beschäftigen. Dann werden wir mal gucken, welche Sachen wir dort reinnehmen und welche Sachen wir abarbeiten müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Sklaverei-Debatte aktuell. Ja, muss für 10 Jahre gelten. Wir sollten ein Sklavereiverbot beschließen. Und es schlägt fehl, wenn ein Bürgerkrieg gegen die Südstaatenpflanzler aktuell existiert. Bei Fehlschlag, ein Bürgerkrieg bricht aus. Also grundsätzlich müssen wir erstmal das Sklavereiverbot beschließen und dann werden wir schon sehen, was passiert. Vielleicht schaffen wir es ja, den Bürgerkrieg sogar abzuwenden. Mal gucken. So, dann gibt es das mexikanische Staatentum. Wenn
Texas hier diesen Krieg gewinnt. Dann könnten wir durch eine positive Meinung dieses Land eingliedern. Ansonsten werden wir uns das mit ein paar Männern einfach selbst holen. Und dann gibt es unsere Pinnwand. Ja, das war im Prinzip einmal das User Interface. Und wenn ihr jetzt zu Minute 10 zugeschaltet habt, dann gucken wir uns jetzt einmal die Sachen an. Anfangen möchte ich mal mit den Meldungen hier oben. Wir gucken nämlich einmal die schwindenden Interesse an. Ja, wir haben Interessen, die bald schwinden von den Great Plains. Aber ich glaube, das ist brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben hier übrigens, wenn wir näher rangehen, auch schon die ersten Kolonialbestrebungen. Das sind noch ein knappes halbes Jahr. Dann werden die Sachen hier kolonisiert von uns. Ich denke, das passt soweit. So, machen wir das weg. Einige wichtige Sachen, die wir natürlich noch machen müssen, ist die Technologie, und das gucken wir uns jetzt mal zuerst an. Wir haben schon sehr interessante Technologien als Amerikaner. Wir sind zum Beispiel schon in der Lage, eine Eisenbahn zu bauen, aber ja, also man könnte es machen, aber ich denke, wir haben am Anfang andere Probleme. Wir sollten es in den nächsten Jahren angehen. Ja, das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt bei uns, aber das ist eigentlich nicht der Bereich, in dem ich jetzt im Moment weitergehen will, auch Nitroglycerin. Das gucken wir uns gleich alles am Markt an. Da gibt es ein paar Sachen, aber das will ich jetzt eigentlich gerade noch nicht machen. Dann gibt es die Gesellschaft. Ich überspringe extra das Militär. Und auch hier sind wir schon relativ weit. Wir haben Zentralbanken, Bankenwesen. Ja, das ist okay. Da möchte ich jetzt gerade tatsächlich auch noch nichts investieren, denn ich will gerne beim Militär weitergehen. Und das gucken wir uns im nächsten Video an. Da gehen wir dann auf die Rüstungsindustrie ein bisschen ein und gucken uns mal an, wie wir das optimieren, wie wir Sachen produzieren. Das müssen wir hier auch mal machen. Und deswegen vorbereiten dafür in der Technologie machen wir die gezogenen Rohre. Es gibt nämlich Waffen, die wir damit machen können, nämlich Repetiergewehre oder Hinterlader. Und das wollen wir definitiv erforschen. Vielleicht dann danach die Granatkanonen, denn was ich hier auf jeden Fall machen möchte am Anfang des Let's Plays, wir wollen auf jeden Fall den amerikanischen Kontinent einen und uns auch das Land so zusammenstellen und holen, wie es historisch gelaufen ist. Denn ich möchte mich bei dem Let's Play möglichst an die historischen Gegebenheiten halten. Zumindest insofern das überhaupt möglich ist, je nachdem, was auf der Welt passiert. So, das war der Schritt mit der Technologie. Dann der nächste Schritt. Wir gucken uns einmal die Politik an der Amerikaner. Das ist auch sehr interessant. Da sehen wir zum Beispiel die sogenannten Interessengruppen. So, was ist das? Grundsätzlich gibt es die Bevölkerung hier und die Bevölkerung kann sich politisch engagieren, je nachdem, ob sie einen höheren Lebensstandard hat, wird sie sich engagieren oder halt auch nicht. Ihr seht es hier unten, die Bauern haben 3%, sind aber hier knappe 41% der Bevölkerung, und die Kapitalisten und Landwirte, bleiben wir bei den Kapitalisten, die sind, oh Gott, da unten. 0,75% haben aber tatsächlich 21% der politischen Macht, und am Ende des Tages engagieren sich die Leute in Interessengruppen, und diese Interessengruppen, die seht ihr halt hier. Übrigens könnt ihr im Gegensatz zu anderen Ländern, wo ihr die Interessengruppen hin und her schieben könnt, unter Beachtung der Radikalität des Landes, das hier nicht so einfach machen, denn es gibt hier tatsächlich Probleme, denn wir sind eine Demokratie. Ihr könnt nicht einfach Leute hin und her schieben. Die Parteien, die werden gewählt. Und aktuell sind die Südstaaten an der Macht. Und das hat natürlich einen Nachteil. Wir gucken uns die mal an. Die sind nämlich pro Sklaverei. Das heißt, die Sklaverei aktuell abschaffen mit einer Regierung, die 17,5% den Südstaaten gehört, ist wahrlich ein bisschen schwer. Andrew Jackson an sich kommt zwar von den Landbewohnern, ist aber tatsächlich nicht die treibende Kraft. Das ist nämlich die Demokratische Partei. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ansonsten gibt es hier, ihr seht's, die Streitkräfte und die Demokratische Partei. Die Evangelisten möchten der Demokratischen Partei beitreten. Ja, und dann gibt es die Gruppe in der Whig-Partei. Da bin ich sehr gespannt übrigens, ob die hier an die Macht kommen irgendwann. Denn wir können natürlich auch nur Gesetze erlassen von Interessengruppen, die wirklich an der Macht sind. Ja, wenn die Industriellen hier nicht an der Macht sind, die sind zum Beispiel Individualisten und all solche Sachen, dann können wir auch keine Gesetze erlassen. Das ist nicht deren Gesetz erlassen, das ist natürlich
Bisschen ärgerlich, da müssen wir also darauf hoffen, dass die richtigen Sachen gewählt werden. Wir können natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute einfach mit den Südstaatlern unzufrieden sind und dann die Whig-Partei wählen. Da können wir natürlich für sorgen durch Gesetze und wirtschaftliches Handeln. So, aber hier müssen wir, glaube ich, erstmal nichts machen. Überlegen, ob wir eventuell schon die Kolonialämter zurückfahren, aber na, ich denke, das ist okay. So, dann gehen wir mal zum Etat. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts machen. Wir sind im positiven Bereich. Da können wir gleich weitergehen. Dann kommen wir zu den Gebäuden. Da möchte ich tatsächlich die ersten Sachen machen. Wir haben nämlich hier oben unsere Baukapazität. Das sind 35 pro Woche. Und wenn ihr hier auf so ein Gebäude geht, dann seht ihr, bei dem Plus habt ihr eine Baukapazität von 450. Und da will ich einfach mal ein bisschen das Ganze optimieren. Und das könnt ihr bei dem Bauvorhaben machen. Da gibt es hier den Bausektor. Wir haben hier in Massachusetts, das ist da hinten. Da will ich es eigentlich nicht. Ich will in Ohio und Virginia was machen. Und ihr seht hier pro Stufe. Klick, um eine Stufe zu erhöhen. Wo steht's? 50 Bau für eine Stufe. Da steht's. 5 Bau pro Stufe. Das heißt, wir kriegen jetzt 10 Bau dazu. 45, das senkt zum Beispiel bei einer Landwirtschaft das Ganze um den Faktor 2 Wochen. 3 Wochen müssten das weniger sein. Das heißt, von 13 auf 10 Wochen. Okay, gut. Das wäre der Schritt der Gebäude. Dann gehen wir mal zum Markt, um einfach mal zu gucken, wie unser Markt aussieht und was für Entscheidungen wir später treffen müssen. Auch hier mal ganz kurz erklärt. Wir gehen mal hier oben auf diese Leiste, das sind einmal die Grundbedarfs, die Industriewaren, besseren Waren, weiterverarbeiteten Dinge, Luxuswaren, kennt man glaube ich auch, ja, so Fleisch, Schnaps, Zigarren und so was, und die Waffen, die produziert werden, die normalen Waffen, dann natürlich die Munition für die Waffen, Schiffe und die Geschütze. So, und hier mal ganz kurz erklärt, es gibt einmal ein Verkaufsangebot und ein Kaufangebot, das was ihr verkauft, das ist das, was hier produziert wird von Baumwollplantagen, Viehhöfen und wo es denn auch immer herkommen mag, dann gibt es ein Kaufangebot und ihr seht, wir haben ein Gleichgewicht von minus 700, das bedeutet, die Leute wollen mehr kaufen, als es als ein Angebot bei Tüchern gibt und das bedeutet, dass der Preis 13% über dem üblichen Marktpreis ist und das bedeutet, er ist bei 22, das Symbol bedeutet, er ist aber noch okay, nicht so teuer und wenn ihr das seht, dann seht ihr, die Würstchen sind gerade sehr teuer bei uns. Und der Stahl zum Beispiel ist gerade aktuell sehr günstig. Gut, wir sind im Jahre 1836. Da ist so der Stahlverbrauch einfach entsprechend gering. Dünger ist zum Beispiel auch noch sehr günstig. Das sind wir bei 246. Das merken wir uns für später mal. Wir haben relativ viel Dünger. Da kommen wir aber, wenn wir ein paar Tage haben laufen lassen, da kommen wir drauf nochmal zurück. So, dann gibt es einmal die Diplomatie. Da fangen wir mal an und gehen in die Diplomatielinse. Denn hier wollte ich einmal kein Spiel, eine Diplomatieaktion, auf jeden Fall Beziehung verbessern zu Frankreich und Großbritannien. Wir gucken mal, wie die Beziehungen im Allgemeinen sind damit. Bei Frankreich sind sie herzlich und herzlich, das ist gut. In Großbritannien sind sie auch herzlich. Oh, das ist eine super Sache. Ja, das finde ich gut. Das ist eine schöne Sache. Gut, dann gucken wir mal, wie es bei Mexiko steht. Die werden uns wahrscheinlich, ja, die mögen uns entsprechend nicht. Und Texas hat eine neutrale Beziehung. Haltung ist kooperativ. Das müssen wir langfristig erhöhen. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie der Krieg hier läuft. Und dann schauen wir einmal ganz kurz hier oben rein. Mangelnde Besteuerungskapazität. Teure Regierungswaren. Ich denke, da brauchen wir uns noch nicht drum kümmern. Das ist ganz interessant. Da können wir mal auf so einen Staat gehen, den Staat New York. Kann ich euch das mal zeigen, beziehungsweise hier oben. Was bedeutet das? Es gibt eine Maximalkapazität an Steuern, die eingenommen werden können. Das könnt ihr euch im Prinzip vorstellen, wie so eine Art Arbeitslast in den Behörden. Ja? Wenn zu viele Leute da sind, wenn es zu viel Geld gibt oder so, dann sind die einfach überarbeitet und da fällt einfach irgendwas unten durch. Und genauso kann man sich das hier vorstellen. Ja? Da sind im Prinzip 222, die wir holen könnten. Wir können aber nur 213 davon nutzen, weil wir einfach technologisch, wirtschaftlich und von der Größe der Besteuerungsregierungsgebäude einfach nicht mehr machen können. Das ist halt einfach so. Das ist momentan aber auch nicht schlimm, weil wir im Plus sind. Okay, gut. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt, denke ich,
ein bisschen weiterlaufen lassen, gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Nein, das Journal, das gucken wir uns dann an, wenn wir ein paar Tage laufen lassen haben. Und dann, jetzt guckt euch mal diese ultra coole Animation an. Habt ihr das gesehen, diesen Dampf? Oh, ist das cool. So, neue Journaleinträge, Sklavereidebatte, Text an Statums haben wir gesehen. Die Familienbande wurde aktiviert. Industrielle sind jetzt mächtig, Landbewohner, ehrliche Arbeit. Das gucken wir uns mal an, indem wir hier unten bei der Pinnwand können wir uns die Interessengruppen anzeigen lassen. Finde ich persönlich ja eine extrem coole Sache. Die Generäle, das machen wir jetzt mal aus. Die brauchen wir, glaube ich, Befehlshaber, das machen wir. Die Einzelnen machen wir mal aus. Das können wir uns dann aktivieren, wenn wir es brauchen. Kolonien brauchen wir auch nicht. Den Markt lassen wir uns auch mal anzeigen. Dann sehen wir die Waren, die momentan hier sehr gefragt sind. So in so einer kleinen Mini-Übersicht. Ja, genau. Und die Staaten, das ist jetzt doch sehr groß, das brauchen wir eigentlich nicht. So, und die Interessengruppen haben Eigenschaften. So, jetzt gehen wir mal auf die Südstaaten und da habt ihr diese Eigenschaften und die werden aktiviert bei bestimmten Sachen. Ihr seht es hier zum Beispiel, wenn die sehr zufrieden sind, dann wird die Familienbande aktiviert. Das gibt uns einfach 10% Einfluss. Ja, das denke ich mal, ist aber okay. Das gucken wir mal hier oben. Das ist, die Bürokratie ist aber auch arg eng bei uns. Also da sollten wir ein bisschen was machen. Wir haben eine Importroute für Artillerie bekommen. Uruguay hat eine Importroute für Artillerie erstellt. Laut Vorhersage wird es auf Stufe 1 bleiben. Es gibt für Importrouten oder allgemein Handelsrouten verschiedene Stufen. Je nachdem, wie viel ihr braucht, kann es sein, dass irgendwann mehr importiert wird. Das ist hier aber anscheinend nicht der Fall. Hartholz bleibt anscheinend auch bei 1. So, diese 1er-Routen sind eigentlich auch völlig wurscht. Da bleibt es auch. So, Papier ist übrigens auch eine spannende Sache. Das kann ich euch auch mal fix zeigen. Es gibt nämlich, wir gehen mal kurz zu den Gebäuden, hier unten hin, die Regierungsverwaltungsgebäude und auch Universitäten. Und wie funktioniert das? Die brauchen natürlich Papier, wo sie ihren Kram draufschreiben. Und wenn ihr kein Papier habt, dann könnte es passieren, dass eure Bürokratie den Bach runtergeht. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir tunlichst darauf achten, dass wir hier unten genug Papier haben. Aktuell ist es noch okay. Wir sehen, wenn wir hier durchgehen, an diesem Icon hier, dass es eine Warenzufuhrknappheit gibt. Und da sind wir nämlich schon gerade beim Thema des Eisens. Das haben wir nämlich hier nämlich gerade. Das müsste der sein, genau. Unsere Bergbauindustrie erweitern wurde dem Journal hinzugefügt. Gucken wir mal. Das seht ihr hier. Und da haben wir nämlich genau den Punkt. In Virginia sollen wir den Typ Eisenmine um eine Stufe steigern. Ich denke, das kriegen wir hin. Das haben wir uns auch angetackert. Das bleibt auch dabei. Jetzt gucken wir vorher noch mal kurz die Zentralarchive. Können wir uns im Laufe des Let's Plays mal drum kümmern, die Vereinigten Staaten urbanisieren. Urbanisieren heißt im Prinzip, dass wir Städte gründen. Wie macht man das? Industriegebäude bauen, Eisenbahn bauen und all sowas. Das gibt uns Urbanisierungspunkte und pro 100 Urbanisierungspunkte in so einem Staat wird eine Stadt gegründet. Da müssen wir einfach mit der Zeit, müssen wir da einfach ran. So, gut. Also, den brauchen wir auch nicht. Verbreitung der Romantik. Ja, Kunsthochschulen, das müssen wir, wenn wir hier diese Basics gemacht haben, müssen wir uns um Kunsthochschulen auch definitiv kümmern. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal zu den Eisenminen. Und da bleiben wir mal bei den Gebäuden. Und dann gehen wir auf die ländlichen. Das ist nämlich hier und dann die Eisenminen. So, was ist jetzt das hier alles? Das sind im Prinzip eure Produktionsmethoden. Das sind, ja, ihr könnt sagen, so die technologischen Eigenschaften oder auch mit was hier gearbeitet wird, die Technologie dahinter. Dann so ein bisschen, ob es irgendwelche Hilfsaggregate gibt, Automatisierung im ganzen Groben. Dann, ob es hier irgendwelche Eisenbahntransportmöglichkeiten gibt, quasi die der Transport, der Automatisierung oder ein Automatisierungstransport und wem es gehört, na, der Besitzer, das ist auch später wichtig, dass, da könnt ihr so ein bisschen gucken, ob ihr gewisse Pops glücklich machen wollt, ob ihr wollt, dass hier möglicherweise Kapitalisten, das nicht, die nicht mehr so viel Macht besitzen in eurem Land und all sowas, da könnt ihr so ein bisschen damit das steuern. Das ist aber für uns momentan unwichtig. Wir wollen einfach eine weitere Eisenmine in Virginia gründen. Das ist einmal dort. Zack, das machen wir. Damit hat sich das Thema zumindest schon erledigt, wenn die fertig gebaut ist. Das ist hier in der Bauschlange. Die Bauschlange könnt ihr übrigens auch sehen bei dem Bauvorhaben. Da gibt es nicht nur den Bausektor, sondern auch noch die Bauschlange. So, einige wichtige Sachen beim Bausektor noch. Das habe ich eben gerade vergessen. Es gibt auch hier eine Produktionsmethode. Wir bauen momentan mit Gusseisen.
wenn ihr das mal hier festtackert. Kleiner Tipp in den Einstellungen, könnt ihr übrigens wie bei Crusader Kings auch das Ganze ändern. Dann seht ihr auch hier, was dann hier produziert wird. 30 Bau, die würden übrigens 60 Bau machen, also das Doppelte. Aber brauchen auch, ja, ihr seht es hier, Gusseisenbau, das verbraucht diese Waren hier und Eisen ist momentan schon sehr teuer und sehr knapp, braucht ihr diese Arbeiter und der Stahlskelettbaum braucht 3000 Sklaven weniger und dafür 3000 Maschinisten, ist glaube ich klar, ne? Irgendwie muss der Stahl ja verarbeitet werden und hier seht ihr, hier würdet ihr auch die aktuelle Änderung des Marktes sehen, wenn ihr sowas macht, ist immer ganz spannend da mal reinzugucken, würdet zum Beispiel sehen Eisen. Da würde das Ganze hier runtergehen. Das heißt, wir bräuchten einfach 300 Eisen weniger, damit wir die Knappheit komplett vom Tisch. Wir würden Sprengstoffe einfach mal extrem knapp und teuer machen. Wir würden Werkzeuge extrem knapp und teuer machen, Stahl extrem knapp und teuer machen. Also im Moment ist unsere Wirtschaft auf einen Stahlskelettbau nicht ausgelegt. Das sind alles Sachen, da müssen wir uns während des Let's Plays drum kümmern. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Und die Sklaverei-Debatte. Ah, da müssen wir momentan auch noch nichts machen. Wir warten auf die nächste Wahl. Artillerie von Haiti. Will ich das, dass die Artillerie bekommen von uns? Vor allem, wenn die Beziehungen so schlecht sind. Was ihr natürlich immer machen könnt, bei solchen Sachen, wenn ihr sagt, nee, das will ich nicht, dann könnt ihr natürlich ein Embargo verhängen und da könnt ihr nichts importieren. Also das geht, glaube ich, das ist... Das geht immer. Wir könnten zum Beispiel mit Mexiko das Ganze machen. Das kostet uns 100 Einfluss. Das hätten wir noch übrig. Na, das überlege ich mir nochmal zur nächsten Folge, ob wir das machen. Das wäre vorbereitend für die Kriege hier. Vielleicht nicht schlecht. Die Frage ist... Ne, wir gucken uns das jetzt an. Dann können wir auch gleich mal in den Krieg reinspringen. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Wir haben ja den Markt und auf Handelsrouten. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die Mexikaner irgendwas importieren bei uns. Exportieren. Also bei uns exportieren, bei sich importieren. Texas importiert eine Menge von uns. Frankreich, Möbel. Kleidung aus England. Also Luxusmöbel ist mir egal. Also eigentlich alles, was Waffen wären. Müssen wir mal gucken. Venezuela. Ecuador. Ah, das ist okay. Artillerie. Portieren die auch nicht. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall in den Nachrichten mal drauf achten. Ich will nicht, dass die irgendwelche Waffen importieren. Okay, also wir machen das wie folgt. Wir machen jetzt eine Regel. Sobald die irgendwelche Waffen importieren, dann machen wir einen Strich drunter und dann sägen wir das Ganze ab. Das wollen wir nicht. Gut. So, dann gehen wir einmal hier auf den Krieg. Das ist auch spannend. Ihr führt übrigens auch nicht direkte Kriege. Ihr werdet nur an den jeweiligen Fronten hier unten zum Beispiel eure Generäle aufstellen und die tun das dann automatisch. Und wenn ich ehrlich bin, das sieht hier noch interessant aus. 10 Bataillone auf der Seite gegen 6 auf der Seite. Wir können die leider auch nicht unterstützen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal geguckt. Es gibt hier keine Möglichkeit für uns. Wir unterstützen die Mexikaner schon, die Texaner schon mit Waffen. Wie sieht es denn bei deren Markt aus? Wenn ihr auf das Land geht, dann können wir auch auf den Markt gehen. Ja, Geschütze und Waffen sind soweit okay. Also, ja, ist okay. Ja, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass die dort den Krieg gewinnen werden. So, das haben wir gesehen. Französisch-niederländische Rivalität ist mir egal. Brasilianische, mexikanisch-texanische Rivalität erklärt. Ja, gut, ich glaube, es ist offensichtlich. Ich meine, die kämpfen schon gegeneinander. Dass da eine gewisse Rivalität herrschen könnte bei diesen Ländern, das ist mir, ja, gut. Das kann ich mir gut vorstellen. So, was ist das? Worcester gegen Georgia. Okay. Ja, gut, Auswahlmöglichkeiten sind jetzt hier ein bisschen begrenzt. So, wir lassen die Leute erstmal einreiten. Es wäre unhöflich, wenn wir anfangen, bevor alle da sind. So,
Ihr Lieben, setzt euch, dann lesen wir uns das erstmal durch. Präsident Andrew Jackson hat sich dem Urteil des obersten Gerichtshofs widersetzt und die Umsiedlung der cherokeeschen Bevölkerung ins Indianer-Territorium angeordnet. Was für eine Rolle spielt schon die Meinung des obersten Gerichts? Wir müssen ihnen nur Feuer im Hintern machen und wenn es heiß genug wird, dann ziehen sie schon automatisch um und geben uns unser Eigentum wieder. Tja, das ist ein wichtiger Punkt. Da können wir tatsächlich gleich mal gucken, diese ganzen Rivalitäten hier, das ist mir jetzt gerade mal erstmal egal. Und den Punkt gucken wir uns mal hier im Journal an. Das ist einmal die Umsiedlung der Indianer, die sind schon angetackert. Ich möchte die Rüstungsindustrie noch antackern. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge mit beschäftigen. Und jetzt gucken wir uns das erstmal an. Zum geschichtlichen Hintergrund. Wo leben die? Gucken wir uns auch an. Ihr könnt ihr auf Kulturen gehen. Und bei den Kulturen gibt es die cherokeeschen, ganz wichtig, integriert, nicht integriert, gibt bei nicht integrierten Kulturen gibt es tatsächlich so ein Demütigungsfaktor. Die sind dann, die finden das einfach uncool und dann sind die ein bisschen unglücklicher. Wie könnt ihr das integrieren? Über Gesetze. Ne? Meinungsfreiheit, Rassenfreiheit und all sowas. Darüber kann man das integrieren. Und die leben tatsächlich hier und sollen dahin umgesiedelt werden. Und das ist tatsächlich so gewesen. Es gab dann ein Gesetz in Amerika, dass die hierhin umgesiedelt werden sollten. Und das Problem war, die fanden das uncool, was ich nachvollziehen kann. Und dann sind sie zum obersten Gerichtshof gegangen und gesagt, nee, wir wollen nicht. Der oberste Gerichtshof hat gesagt, ja, macht Sinn, finden wir gut. Und der Präsident Andrew Jackson hat gesagt, ja, komm, ist mir egal, wir siedeln sie trotzdem um. Und genau darum geht es hier im Prinzip. Siedler wollen, dass die Cherokee-Nation begehrtes Land freigibt. Der Präsident hat gegen den Willen des obersten Gerichtshofs angeordnet, dass die Cherokee-Nation in das Indianer-Territorium umsiedeln wird. Und beim Abschluss, wenn wir das wird abgeschlossen, wenn wir das erfüllen, wird die Umsiedlung nicht verhindert, wird das Volk gezwungen, seine großen Verlusten zu migrieren, wenn wir die Umsiedlung nicht verhindern. So, und jetzt ist das schon das erste Dilemma des Let's Plays. Die Umsiedlung verhindern wäre historisch inkorrekt, aber moralisch korrekt. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Allerdings ist das Problem, um eben diese Diskriminierung zu verhindern und das Kolonialamt wegzubringen, müssen wir erstmal gucken, dass wir die Sklaverei abschaffen. Das ist nämlich gesetzlich eine Folge von der Abschaffung der Sklaverei. Das heißt, da sind wir jetzt ein bisschen drauf angewiesen, dass überhaupt erstmal unsere Leute das Richtige wählen, damit wir die Sklaverei abschaffen können, um die Indianer zu schützen. Und ich habe die Befürchtung, dass das Thema dann schon zu spät ist. Aber wir werden unser Möglichstes tun. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Gut. So, Brasilien wurde Rivalität erklärt. Wir werfen mal einen Blick nach Europa, was da so abgeht. Wir gucken uns mal Preußen an. Wie mögen die uns denn? Ach, gar nicht. Was machen die? Rivalität zu Österreich? Ja, wie unerwartet. Gut. Politisch ist uns erstmal wurscht. Ja, komm. Kennt uns keiner dort. Wie sieht es in Österreich aus? Auch denen interessiert das auch nicht, was hier auf dem Kontinent passiert. Na gut. Na gut. Jetzt sehen wir hier, Werkzeuge sind teuer, Eisen ist teuer. Okay. Ungenutzte Bauproduktion. Ja, das ist auch so eine Sache. Da können wir uns jetzt tatsächlich schon mal mit dem Markt beschäftigen. Wir bauen nämlich momentan zu wenig. Da sollten wir immer ein bisschen den Blick drauf haben. Und deswegen hatte ich ja am Anfang gesagt, wir sollten uns im Hinterkopf behalten, das Thema Dünger. Wir gehen mal in den Markt und in die Gebäude. Wir gucken uns zuerst den Markt an. Also, wir sehen hier, dass wir aktuell 350 Getreide zu wenig haben. Denkt man sich, oh mein Gott, dann ist das halt so. Das erzeugt 7% höhere Preise. Was ist das? Oder das ist tatsächlich erstmal ein kleines Problem. Und was das für ein Problem ist, das zeige ich euch auch. Wir gehen mal beispielsweise bei den Bauern. Ich denke mal, dass da. Ah, die Bauern haben eigenes Essen noch mit. Wir gehen mal bei den Arbeitern. So. Und dann suchen wir uns mal einen schönen großen Pop aus. Den 65.000er. Südstaaten, protestantisch, wohnen in North Carolina. Dort. Und jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die sind protestantisch. Moment. Und arbeiten auf Baumwollplantagen. So, erstmal nicht schlimm. Wenn ihr hier auf den Lebensstandard geht, einmal festtackern, dann seht ihr hier unten diese 7,5%. Und auch da, wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr, was die momentan essen die und ausgeben. Die geben momentan 18% ihrer Ausgaben für Getreide aus. So. Das ist ja erstmal, denkt man sich, ja gut, das ist halt so. Was ist aber das Problem? Das Problem ist, war ich es beim Richtigen? Ja. Das
Problem ist, dass sie das Nettoeinkommen bestimmt, wie wohlhabend sie sind. Und je wohlhabender sie sind, desto mehr Lebensstandard haben sie, weil sie mehr Geld haben, um sich gewisse Dinge leisten zu können. Sie können sich eventuelle Luxuswaren leisten. Sie könnten sich vielleicht eine Schule leisten und darüber Bildung haben. Und das sind die wichtigsten Aufstiegschancen für die Arbeiter. Sie haben Bildung, sie haben Geld und damit können sie vielleicht zu Ingenieuren werden, was ihnen ermöglicht, noch mehr Geld zu scheffeln. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Deswegen sollten wir gucken, dass wir die Getreidepreise senken. Und das machen wir, indem wir mal auf die Gebäude gehen. Auf den ländlichen Bausektor. Und dann gibt es übrigens, kleiner Tipp, hier unten diese Subsistenzhöfe. Da können wir nicht viel machen. Das sind auch relativ viele. Das ist im Prinzip Opa Ernst um die Ecke, der so im Garten so sein eigenes Getreide anpflanzt. Und das kommt auch gar nicht auf irgendwelchen Märkten vor. Das wird auch direkt aufgegessen. Und das sind eben diese Subsistenzhöfe. So, und dann haben wir einmal die Weizenfelder. Und bei den Weizenfeldern haben wir zum Beispiel den bodenreichen Ackerbau mit Dünger, das ist erstmal okay, dann ja, passt. Aber wir haben Maisfelder und wenn wir uns die Maisfelder angucken, dann haben wir hier einige, die tatsächlich noch den einfachen Ackerbau haben. Das sind jetzt hier, da seht ihr 10, da nochmal 20. Also das sind echt eine ganze Menge. Und wenn wir das gesammelt hier vorne auf das ändern, dann brauchen wir 252 Dünger und produzieren damit 1000 Getreide mehr. Brauchen allerdings auch ein paar Landwirte mehr. Kleriker und ein paar Sklaven verlieren ihren Job. Landwirte müssten wir gucken, ob wir ein paar Arbeitslose haben. Die würden dann natürlich auch, wenn sie da mehr Geld verdienen, umziehen. Der Düngerpreis würde ein bisschen in die Höhe schnellen. 252. Blick in den Markt. Wo ist er? Ist aber auch okay. Haben wir ganz grob zur Verfügung. Unterm Strich passt das also. Wir machen das. Wir gucken, ob wir das mit den Landwirten hinkriegen. Ansonsten werden die hoffentlich dann auch entsprechend umsiedeln. Wir gucken mal in die Bevölkerung, ob wir noch genügend... Wo sind sie? Landwirte. 600.000 und wir haben arbeitslose Landwirte. Wo sind sie? Ja, nicht allzu viele. 64. Okay, gut. Also da müssen einige Landwirte erstmal umziehen. Es gibt immer bei den Pops, wenn ihr da drauf geht, so eine kleine Anzeige, was die machen müssen. Die Pops gehen natürlich auch ineinander über, aber das werden die dann automatisch hinkriegen. Und jetzt wird hoffentlich unsere Weizenproduktion hier um einiges steigen. Jawohl, da seht ihr es. 550 im Plus. Und jetzt gehen wir nochmal, um mal das Ganze zu schließen, in den Pop, der Arbeiter war es, glaube ich, hinein. Und gucken uns den 64, 65Ks mittlerweile einmal an. Und da gucken wir nochmal den Teil an. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, ist das Getreide massiv nach unten gegangen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel fast 10% relativer Preis. Und das ist nur noch an dritter Stelle der Ausgaben, sodass sie tatsächlich jetzt auch bei ihren Ausgaben mehr haben. Denn der Pop an sich verbraucht ja das gleiche an Getreide. Er kauft es nur günstiger ein. Die Lösung des Ganzen ist, sie haben mehr Geld zur Verfügung. Sehr schön. Und hier unten läuft die erste Schlacht dieses Spiels. Und hier seht ihr übrigens auch mal die lebendige Karte. Erstmal unabhängig davon, dass es ein Krieg ist. Ich finde das so wunderbar. Also nicht den Krieg, sondern diese Grafik hier. Krass, oder? Ist das nicht cool? Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, wer hier gewinnt. Das ist eine unheimlich wichtige Sache. Oh nein! Das ist nicht gut. Wie läuft das? Es gibt Schlachten und je nachdem, welche Leute ihr hier reingebracht habt, seht ihr, um Gottes Willen, das ist ein zufälliges Ereignis, was beim Anfang der Schlacht ausgewürfelt wird und er hat 50% Moralschaden, Verteidigung auch noch. Oh Gott. Okay, gut, damit war die Sache klar. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes verwürfelt, Herr Samuel Houston. Damit hat er das Ganze versemmelt, aber er bekommt minus 50% der eroberten Provinzen, aber die Texaner werden das Ganze hier verlieren. Die werden den Krieg verlieren. Ja. Da müssen wir uns in der nächsten Folge eventuell schon Gedanken machen. Wir lassen uns nochmal weiterlaufen, wie wir mit der ganzen Nummer umgehen. Jetzt gucken wir mal die Importrouten hier. Das ist so. Okay, britische Reaktion auf Opiumverbote. Opium in China.
Die ganzen Interessen können wir uns irgendwann mal separat angucken. Monatlicher Marktpreis ist auch interessant, aber... Ach, verdammt. Das wird nichts. Ein Handelsvertrag mit Frankreich. Das nehmen wir an. Die können sich ruhig mal was kaufen. Moment, Moment. Hier sind wir aber schon... Ach, das... Nee. Jetzt beginnen die Bataillone hier raus zu droppen. 25. Nee, das wird nichts. Oder? Moment. Moment. 4 zu 3. Man soll niemals nie sagen. Wer weiß, der Sieger? Moment. Das wollen wir mal sehen. Wir gehen mal nicht auf Texas, auf das Land bitte. Keine Kriege? Haben die den Krieg gewonnen? Was ist hier? Texas hat den... Wie genial ist das denn? Oh, sehr gut. Texas hat den mexikanischen General Santa Anna gefangen genommen. Dieser hat seine persönliche Macht genutzt, um den texanischen Unabhängigkeitskrieg auszuhandeln. Und Texas ist nun unabhängig. Und das bedeutet, wir werden die letzte Aktion für heute machen. Wir gehen hier rein. Einmal Beziehung verbessern. Wir erinnern uns, das ist hier oben. Na, wo war's? Habe ich es nicht festgetackert? Habe ich echt nicht. Hatte ich gesagt, mache ich nicht. Dann lassen wir es auch. Hier steht's. Wir brauchen eine Beziehung von 20 und besser. Und wenn wir das haben, dann können wir dieses kleine Ländle vielleicht sogar in unseres rein integrieren. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Aber da beschäftigen wir uns erstmal mit der Rüstungsindustrie. Da erkläre ich euch ein bisschen was. Da müssen wir mal gucken, dass wir vor allen Dingen auch hier diese Bauressourcen dann mal vernünftig ausnutzen. Und dann werden wir erstmal unsere Rüstungsindustrie erweitern. Also. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächste Folge jeden Tag, 17 Uhr. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie. Ciao, ciao.